Da seid ihr ja wieder. Ich auch. Herzlich willkommen zur 5. Ausgabe von Musik aus Studio 19. Heute wieder mit einer geballten Ladung wundervoller Klänge. Und wir fangen gleich an mit einem Song, der im Original von Gilbert O'Sullivan stammt. Nothing Rhymed. Viel Spaß. Nothing Rhymed, im Original von Gilbert O'Sullivan, hier in der Version von George Kochbeck, der diesen Song gespielt, gesungen und arrangiert hat und ihn gemixt hat mit einem alten Song von Stevie Wonder, nämlich Maybe Your Baby. Das war der Groove des Stevie Wonder Songs, der dem unterlegt war. Auch das nächste Stück stammt von George Kochbeck und es wird gespielt von den vier besten Gitarristen, die wir so in Schaumburg haben, nämlich Christoph von Storch
Olli Schröder, Jan Dörfel und Jens Petersen featuring Lukas Kochbeck. Blues at Home. Christoph von Storch, Jan Dörfel, Olli Schröder, Jens Petersen mit Lukas Kochbeck und George Kochbecks Blues at Home. Eine große Dame der 70er Jahre war auch Hildegard Knef und sie hat nicht nur geschauspielert, sondern auch gesungen und auch zahlreiche sehr erfolgreiche Bücher geschrieben. Eines davon heißt Ich brauche Tapetenwechsel wie ihr Song und es gibt auch einen Song daraus, der ursprünglich ein Gedicht war, nämlich Worum geht's hier eigentlich? Und dieses Gedicht, das hören wir jetzt, gesprochen von Hanna Brunkhorst. Worum geht's hier eigentlich? Außer, dass ein jeder nicht ein jeder sein möchte. Und obwohl gebeugt, dennoch überzeugt, es nicht zu sein? Worum geht's hier eigentlich, außer dass ein jeder nicht ein jeder sein möchte? Und obwohl nicht gern allein, möchte er insgeheim nicht dazugehören?
Und so wie wir es sehen, sein Anliegen verlegen oder gar laut, gewaltsam und auch sanft verteidigt? Worum geht's hier eigentlich? Außer dass ein jeder nicht ein jeder sein möchte. Und zu jeder Zeit bereit, jede Art von Leid dem anderen zuzufügen? Und so wie wir es sehen, sein Ärgernis verwegen oder auch kühl, ungestüm und unverblümt verteidigt? Worum geht's hier eigentlich? Außer dass ein jeder nicht ein jeder sein möchte. Und er fühlt sich provoziert und am Ende gar isoliert in seiner alten Haut? Worum geht's hier eigentlich? Fragt die Raupe, bevor sie Falter geworden. Hannah Brunkhorst und ihre Rezitation von Hildegard Knefs. Worum geht's hier eigentlich? Auch das nächste Stück stammt von Hildegard Knef und das wird in diesem Fall auch wieder gesungen, und zwar von Norma Rehmann. Wie viele Menschen waren glücklich, dass du gelebt? Vielleicht fragt dich eines Tages jemand, der noch unbestechlich, wie viele Menschen waren glücklich, dass du gelebt? Und du gleitest durch Spiralen der Erinnerung, durch Verzweiflung und durch Freude. Und die Trauer macht dich stumm, weil du es nicht weißt. Erfroren und die Antwort bleibst du schon.
Norma Rehmann und Wie viele Menschen waren glücklich, dass du gelebt? Ein Song im Original von Hildegard Knee von ihrem Album Der geschenkte Gaul. Und das war's fast schon wieder. Das war die 5. Folge von Musik aus Studio 19. Das letzte Stück für heute kommt von einem 14-jährigen Nachwuchstalent namens Taya Marquardt. Und sie hat sich einen Song von Mary Hopkin ausgesucht. Deren größter Erfolg war Those Were the Days, My Friend. Und den nächsten Song, den wir jetzt hören, das ist Goodbye, geschrieben von Paul McCartney. Und der wurde ursprünglich von Mary Hopkin aufgeführt auf der Weltausstellung in Osaka im Juli 1970. Hier also in der Version von Taya Marquardt. Viel Spaß, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.